Und damit, okay, hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Dungeons. In der letzten Folge schätze ich mal, dass die letzte Folge die war, wo wir den Nether beendet haben. Ich denke es. Und in der jetzigen Folge, ich spiele mit dem Controller, kümmern wir uns um die nächsten Maps, und zwar das neue DLC. Es heißt Hidden Deaths, also versteckte Tiefen. Und ich würde sagen, wir lassen mich jetzt von Standard hier aufs Ding. Und steigen direkt mal ein bisschen leichter direkt mit hinein. Hätte ich doch noch mal kurz hier hinguckt, ob das alles passt. So, ein Stück höher, Entschuldigung, wenn es ein bisschen seltsam sich anhört. Ich musste gerade das Mikrofon einstellen. Unter den Wellen stiftet ein Splitter der Kugel der Dominanz Unheil. Zwischen den bunten Korallen im rauschenden Meer breitet sich eine Verderbnis aus einem dunklen Graben aus, die alles zu ersticken droht. Nur ein wahrer Held kann sich in diese Tiefen wagen und diesem Schrecken ein Ende bereiten. Oh, wie cool. Oha. Direkt schon mal eine Erneuerung. Unser Herz ist rot und blau. Wahrscheinlich das Blau ist... Okay, wir können nicht ewig unter Wasser atmen. Schon mal gut zu wissen und... Also, direkt, ohne groß rumzureden, direkter Pluspunkt dafür, dass wir nicht unendlich Wasser, Luft, wie auch immer wir das jetzt nennen, haben. Was diese Ränder am Rand sollen, weiß ich nicht so ganz, aber die seht ihr gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe ein bisschen gelevelt, wie ihr sehen könnt, und wir steigen jetzt einfach rein. Egal. Oh ja. Oh ja, das... Oh ja. Das haben wir bekommen, ich habe es nicht gesehen. Wasseratmung 2. Okay. Boah. Die haben 3 Zacks. Und diese ganze... Boah, wir laufen langsam unter Wasser, das stört mich schon. Okay, und jetzt? Ich dachte jetzt... Oha. Ja, gut. Oh, die Pfeile haben einen Stopp. Boah, also direkt überzeugt jetzt schon. Von Anfang an. Hui, aber. Boah, wow, wow. Aber richtig schwer. Hui. Wir sind direkt tot. Gut, so soll das ja auch. Boah, wir haben eine richtige Schwimmanimation. Schaut euch das an. Hui. Okay, ich hol kurz Luft. Ich mach die Karte mal auf, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wo wir hin müssen. Ich laufe jetzt mal hier. Die können unter Wasser atmen, das ist schon irgendwo unfair. Es gibt natürlich wie immer neue Dings. Ey, das ist krank. Ey, was die an Schaden machen. Okay, es gibt Underwater Step. Boah, ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Ich brauche ganz dringend Luft. Okay. Okay. Also das über... Ich habe direkt 13 bekommen. Das war der Controller, der kann explodieren. Oh, ich brauche Luft. Oh, ich brauche Luft. Okay. Ganz dringend Luft. Also Luft scheint wirklich hier die Schwierigkeit zu sein. Vor allen Dingen, was ist der Boss? Ist es wirklich dieser pinke Guardian, den man am Anfang sieht? Also, bis jetzt wahnsinnig gutes Level. Beziehungsweise wahnsinnig gute Ideen. Klar, aber in Minecraft ist es ja auch so, klar. Ja, ja. Oh, so, also, das haben sie auch gut hingekriegt, dass sie nicht nur eine neue Bar eingefügt haben, sondern einfach, dass sie das Herz gespalten haben. Boah. Okay, ich muss laufen, ich will. Also der Schwierigkeitsgrad überzeugt mich schon sehr. Okay, wir tanken aber komplett auch bei einmal berühren.
Okay, es gibt Unterwasser-Skelette. Okay, wenn wir unsere Pfeile aufladen, fliegen sie länger. Dann können wir auch Gegner treffen, die weiter entfernt sind. Das macht bedingt Sinn. Der ist schon tot. Okay, es gibt natürlich neue Nahrung. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Ach du, dein böser Dreizack. Der Dreizack ist ein temporäres Item, sowas wie das TNT. Also ich habe mir da jetzt auch nichts sonderbar Großes vorgestellt, dass der jetzt ein neues Item kommt, weil... wäre schon irgendwie overpowered. Wo geht's? Ach, hier geht's weiter, okay. Und wir haben Speed, das ist unter Wasser natürlich sehr schön, weil vor allem, wenn einem die Luft ausgeht und man da irgendwie suchen muss. Ich brauche Luft. Ja. Aber Luft ist großzügig verteilt. Oh nein, ein Raid. Also, Leute, diese 6 Euro, die das kostet, jetzt schon gut investiert. Nach 2-3 Minuten Spielspaß. Boah, ich nehme alles zurück. Was sind das für schwere Gegner? Ey, das sind Unterwasser-Aquarien. Die die Slimes sind so Unterwasser-Aquarien. Also ihr könnt da drin wie ein Aquarium sehen. Aber ich treffe den gar nicht. Gold. Ertrunkener Nekromant? Was? Du. Nee. Also vergiss. Tschüss. Okay, die Kiste ist gelotet. Wir gehen einfach mal weiter. Wahrscheinlich sind es wieder so längere Dings. Es sind nämlich nur 3 Level. Das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen. Aber wenn alle Level so sind wie das, dann freue ich mich richtig. Gut, ich werde wahrscheinlich das zweite Level ein bisschen weniger schwer machen. Außer wir haben jetzt wirklich gar keine Probleme damit. Ich feier's, es ist super. Oh Gott, so viel Gegner. Boah. Ich bin vergiftet. Nein, ich habe einfach keine Luft mehr. Ich bin nicht vergiftet. Ich habe keine Luft. Oh, auf die Luft zu achten ist ultra schwer. Das sei euch jetzt schon mal gesagt, wenn ihr spielen solltet. Achtet ja auf die Luft. Ey, das ist Wahnsinn. Ich dachte, ich hätte irgendeine Vergiftung oder so. Nein, ich hatte einfach keine Luft mehr. Ey, das ist... das ist der Nether-DLC, Leute. Nur unter Wasser. Also von der Qualität her genauso gut. Das sind Secrets, wo man durch kann. Boah, das ist ja... oh, hier gibt's sogar eine Kiste. Oh mein Gott, irgendwas Wassermäßiges. Eine Schildkrötenrüstung. Ihr seht, ich bin ultra gehypt auf das, weil mir das schon jetzt schon ultra, ultra, ultra gefällt. Okay, hier gibt es einen Unterwasserknopf. Oh, hier sind sogar Korallen. Ich weiß, es ist einfach nur unter Wasser. Es ist ein ganz normales Level. Nur, dass alles tausendmal besser aussieht. Gut, objektive Meinung. Aber das hat sich ja mal sowas von mir. Da finde ich, sind meine 6 Euro gut investiert. Vor allen Dingen, wenn ich sowas programmieren würde wie das hier. Dann wären mir 6 Euro 3000 Euro zu wenig. Also ich muss sagen, ich weiß nicht. Klar. Die wissen, ja gut, wir verkaufen davon jetzt 10.000 am Tag. So ungefähr. Verstehe ich halt schon, klar. Aber wenn ich das jetzt machen würde, ich würde mein Spiel doch nicht hier für 40 Euro verkaufen. Wie viel kostet 25? Also das sind irgendwie welche aus dem... ja, die kommen aus dem Jungle Awakens. Bisschen seltsam, dass die hier auch sind. Aber ich will mich jetzt mal nicht... oh, ein neuer Boom. Ich will mich jetzt aber mal nicht beschweren. Ich freue mich jetzt einfach, dass es so gut aussieht, wie es aussieht. Und das waren jetzt welche aus dem Jungle Awakens. Falls ihr das nicht gesehen habt, checkt gerne die Playlist aus. Da ist alles drin verlinkt. Ich muss ganz kurz was schauen. Habt ihr oben unten schwarze Ränder? Nein, habt ihr nicht. Das wird gestreckt. Das wird gestreckt? Ja, das sieht ja ultra doof aus bei euch.
Wobei, nee, tut's nicht. Es streckt sich gar nichts. Es wird einfach an den Rändern ein Stück abgeschnitten. Es wird an den Rändern ein Stück abgeschnitten? Ach, schade. Okay, ich hoffe, es leckt jetzt nicht. Gut. So, wir können jetzt hier durch. Genau, also falls ihr Jungle Awakens nicht gesehen habt, boy, checkt auf jeden Fall die Playlist aus. Wir haben schon alle DLCs bis jetzt gespielt. Und bis jetzt haben wir die meisten auch genossen. Abgesehen von Howling Peaks und Creeping Winter sind die an sich alle... Ey, das ist der Hammer! Wie die hier einen abwerfen mit ihren drei Zacken und wie viel Damage die auch machen. Das ist nicht mehr normal. Ich bin gleich schon wieder tot? Gut, also eindeutig leichter stellen. Klar will ich eine Herausforderung, aber ich will die Herausforderung privat haben. Ich will hier nicht die ganze Zeit sterben, weil das für euch als Zuschauer ultra langweilig sein muss. Oh, hier ist sogar eine Strömung. Ey. Ich bin gleich tot. Dass das mal angemerkt ist. Ich brauch Luft. Ich brauch Luft. Ich brauch Luft. Ich brauch Luft. Heil schneller. Okay. Bitte sag mir in der Mitte ist Luft. Das ist ein Akquisator. Ob ich den jetzt aktivieren soll, weiß ich nicht. Normalerweise gibt er mir gute Stats. Aber ich habe hier... Ich habe hier konstant Luft drin. Ich glaube, der Akquisator geht gerade kaputt. Der Akquisator ist weg. Ich kann den Akquisator aufheben und habe überall... Oh, wie gut. Oh, wie gut. Ich kann zwar keine Pfeile schießen, aber ich habe die ganze Zeit Luft. Ey, bestes Spiel auf der Welt. Noch nie. Also ich habe ja auch ein Post davon in meinem Zimmer. Die Room Tour kommt bald. Wenn ich dran denke, nehme ich sie morgen auf. Oh Gott, nicht schon wieder so einer. Komm, du kriegst hier Schaden, weil du hast jetzt keine Luft mehr. Komm, ist doch wohl zu erwarten, dass du stirbst. Sagte der, der gerade... Ist ja ultra schwer. Also ich find's klasse, dass das ultra schwer ist, aber das ist ultra, ultra, ultra. Wo ist mein... Nee, geh, du hast hier... Das hier... Nee, nee, geh weg. Du auch. Nee, geh weg. Geh weg. Geh weg. Du kannst hier nicht schwimmen, hier ist Luft. Hä? Okay, mich persönlich stört das jetzt gerade, dass das angezeigt wird, als wäre das Ding, aber das ist gut. Egal! Oh Gott. Ey, diese drei Zacks. Ey, ich glaube, das ist das Schlimmste, was ihr je noch im Leben gesehen habt. Und ich bin hier noch nicht mal richtig, aber ich muss trotzdem erkunden wegen. Ich glaube fürs... Nee, wir spielen das jetzt regulär durch. Und fürs DLC. Wenn wir den... nicht fürs DLC. Wenn wir den Dungeon suchen, den Zusatzdungeon, ihr wisst schon, dieses Zusatzlevel. Dann machen wir Schwierigkeitsgrad ganz einfach, dass wir ihn einfach finden können. Ich werde auch gucken, wo er ist dann. Darum kümmere ich mich dann, wenn es dann soweit ist, ja. Dass wir nur noch hinlaufen müssen an sich. Gut. Challenge wäre halt lustig, das Ding selber zu finden. Aber ich habe erstens habe ich keine Lust, die ganze Zeit zu suchen. Und zweitens lohnt sich das auch nicht, das zu suchen. Auch wenn ja, es erhöht den Spielspaß, klar. Aber ich finde das besser, wenn ich weiß, wo das Zeug ist. Ich liebe es, Secrets zu finden, aber nicht Secrets, die irgendwie relevant sind, um Zusatzzeug freizuschalten. Ey, das ist nicht normal, was die an Schaden machen. Ey, das ist echt nicht normal. Und dann diese Babys. Ey, die sind ja noch schlimmer. Die töten mich ja fast direkt. Vor allem machen die genauso viel Schaden wie der Große.
Also ich finde, der Akquisator ist toll. Wenn ich den noch im zweiten Level auch habe, dann habe ich keine Angst mehr vor diesem Zeugs. Hier gibt es eine Kiste mit einer Wachenrüstung. Die kenne ich aber schon. Die gibt es auch im Originalspiel, Teil des Dings. Ja gut, wir gucken uns jetzt einfach mal nicht weiter um und laufen. Macht der Schaden? Doch, der Pufferfisch macht. Und diese, ey, das ist schlimm, die sind echt nicht leicht zu bekämpfen. Aber wir steppen gut voran bis jetzt, also schätze ich mal. Ich glaube so, dass wir die Hälfte schon haben. Alle, die so einen Dreizack haben, ihr habt kein Recht, hier rumzulaufen. Tschüss. Oh, hier einfach wegschwimmen, einfach random rumschwimmen. Oh, das ist ja so ein tolles Spiel, einfach nur rumschwimmen. Wahnsinn. Ey, ich bin gleich tot. Mal wieder. Ey, das ist der Hammer. Das kann man doch niemandem erzählen. Ich habe 2 Hits und danach bin ich einfach tot fast. Aber gut, wir haben schon 16 Minuten rum. Krass. Ey, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ich muss hier nicht lang, ich gehe hier nicht lang. Da gibt's das Dungeon. Da ist bestimmt das Dungeon. Da ist safe das Dungeon. Ah, ich brauche keine Luft. Ich brauche keine Luft. Ich brauche keine Luft. Nein, ich bin... Doch, ich bin unsichtbar. Nee, ich war unsichtbar. Ach, Mann. Was ist, wenn hier jetzt... Er sieht schon so aus nach einem Dungeon, ja? Ja. Besiege die Ertrunken. Warum habe ich das Gefühl, wir werden draufgehen und finden trotzdem das Dungeon? Also wenn wir jetzt hier das Dungeon finden, bin ich voll cool mit. Dann muss ich nicht im Internet nachschauen. Aber das wird auch, glaube ich, nicht so einfach. Perfekt. Ah, ich dachte, ich bin so. Okay, egal. Nahkampf. Drauf! Oh, nee. Also die machen wir direkt so fertig, weil das passt schon. Okay, haben wir es geschafft, sehr schön. Dann gucken wir doch mal, was sich hier unten befindet. Ja, das ist schon sehr, sehr verdächtig. Ist das ein Tempel? Das ist ein Riesenwächter. Nein! Warum? Was? Warum bist du so stark? Okay, er ist tot. Ey. Gut, so viel zu, wieso bist du so stark? Der ist überhaupt nicht stark. Aber, what? Hinter Riffen und dunklen Abgründen liegt ein mysteriöses Monument in der Finsternis des Meeres verborgen. Nein, ich glaube, das andere ging zum, zum Secret Dungeon. Ich, wie gesagt, ich guck's nach. Ah, habt ihr schon die neue Hülle gesehen? Genial. Auf jeden Fall, ja. Was kriegen wir denn Feines? Und wir leveln uns jetzt einfach. Brauche ich nicht. Aber immerhin. Ja. So.
Okay, ja, was kann denn das? Schießt auf zwei feine Klette. Ja, ich verkaufe die einfach. Verwerten, ja. Ich habe verwerten geklickt. Verwerten. Ja. Brauche ich nicht. Alles nicht nötig. Der Speer war stärker. Egal, nicht so schlimm. So. Oh, der Händler hat was für uns. Sind das... Das Schwert. Level 76. Yes. Ich pack den Bogen rein. Klar. Und das Schwert kommt sofort in die Auswahl. Das ist noch gar nicht verzaubert. Ja, aber das ist Level 87. Das brauche ich nicht. Also... Auf jeden Fall Verbrennung. Ich glaube die Blitze. Ja, wir gehen auf die Blitze. So, dann halten wir alles auf Max. Und können dann direkt in der nächsten Folge schon ins nächste Level gehen. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da, damit ich weiß, dass ihr meinen Content feiert. Dann wird es noch weitere Videos geben. Und ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.